So, und nochmal ein herzliches Hallo. So, kurze Hitzepause. Nach dem 0:1 für unsere Gäste, Torschütze mit der Nummer 15 bei unseren Gästen Erik May. Jungs, wir drehen das noch. 90 plus 4 ist die Devise. Was die kommt? Zeit! Ja!
Genau so. Yeah!
Klingelt. 1-2. Torschütze mit der Nummer 15. Christian. 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 Danke. Jungs, kommt! Hey, hey. Ja, die Zeit ist auch noch so weit. Komm, Mädels, komm! Endspurt! Aufpassen, sortieren! Morgo, pass hinten läuft! Morgo, ganz hinten! Oh, Fahne! Fahne, 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 Fahne! Gar nicht gemacht, was erzählst du? Der Klaberzeit muss noch gezeigt worden. Hey, hey, hey! Was soll denn das jetzt hier, hä? Was soll denn jetzt? Hey! Hey! Komm, zeig dir mal die Hand! Was ist denn passiert? Geh mal raus, du hast mir! Oh, oh, oh! Mann, werd euch feig, Jungs, habt doch feig! Ihr müsst euch rammeln hier. Was auch schon. Jetzt ist es hier. Torschütze nach Elfmeter mit der Nummer 15, Christian! 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 Halt an! Komm da! Die weglassen jetzt! Das Haus ist eigentlich. Mensch! Mensch! Du machst doch Streik. Nachspielzeit 2 Minuten. Abschluss! Das Ball! Nein, das rum! Das Ball! Jawohl! Weiter, 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 Marco! Ja! Das war der Schlusspfiff. Der TSV gewinnt nach Verlängerung mit 4-3. Wir sehen uns somit am 28.06. in Knaschwitz-Doberschau zum Pokalfinale gegen den SV Bautzen.